Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zum Turmmatch Simulator, einem Spiel, in dem wir verschiedene Türme zusammenfügen müssen, um einen noch besseren Turm zu erschaffen. Und dann die zwei noch besseren Türme zusammenfügen müssen und einen noch besseren Turm erschaffen zu können. Und das geht unendlich so weiter. Ich bin gespannt, was für ein Ende ein Turm herauskommen wird. Lasst eine positive Bewertung da und abonniert den Kanal kostenlos, um nichts zu verpassen auf dem Weg zu 2 Millionen Abonnenten. Was kann man denn hier alles machen, Leute? Also wir haben hier einen Boss, der wird gerade bekämpft. Ich stand hier halt schon ein bisschen AFK rum. Wir können Türme zusammenfügen. Bumm. Okay, wir haben nur einen Turm freigeschaltet. Jetzt machen wir den zusammen. Bam. Den zusammen. Bam. Den zusammen. Bam. Den zusammen. Bam. Dann den zusammen. Bam. Es geht hier gut voran, Leute. So, jetzt haben wir einen Haufen Vierer. Jetzt machen wir die Vierer zusammen. Das ergibt einen Neuner. Ich denke, das ist immer der Schaden, der dann dasteht, ne? Also der macht jetzt 9 Schaden. Jetzt haben wir 5 Neuner-Türme. Ja, die machen schon ganz gut Schaden, das war doch gut. So, hier können wir Upgrades kaufen. Wir können einmal die Spawn-Geschwindigkeit erhöhen, wie schnell die Türme nachspawnen. Da muss man aber auch immer dafür sorgen, dass man hier genug Plätze hat. Und wir machen einen 17er-Turm. Und einen 17er und einen 32er-Turm. Genau, das Spawn-Level können wir erhöhen, das ist krass. Jetzt spawnen die nämlich direkt mit Level 3. Also mit 9 Schaden, das ist geil. Die Schießgeschwindigkeit können wir erhöhen. Und was ist das hier? Klicker. Ach, ich kann auf das Monster klicken, um auch Schaden zu machen. Das erhöhen wir damit. Okay, habe ich verstanden. Wir können noch Spawngeschwindigkeit und Schießgeschwindigkeit erhöhen. Und dann sind wir erstmal pleite. So. Ja, das darf nicht passieren, ne? Dass hier alles voll ist, ist Katastrophe, weil dann gibt es nichts Neues. So. So, 62, 62, 120 in Katapult. Boah, die spawnen schon voll schnell, ne? Wir haben richtig Stress hier, ey. Und bam, bam. Ah, verdammt, das war keine Mega-Kombo. Wir müssen noch ein bisschen uns in Geduld üben, ne? Jetzt gibt's gleich eine Kombo. Passt mal auf, wenn jetzt noch zwei Türme spawnen, dann geht's ab. Bam, 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 bam. Hoho. Okay, wir können das hier erhöhen, denke ich. Wir haben genug Geld. Ne, 20.000 sparen wir noch ein bisschen. Wir können rebirthen für 20 Millionen. Okay, das haben wir noch nicht. Wir können Haustiere kaufen. Für 20 Millionen gibt es den ersten. 20 Millionen ist ganz schön teuer. 20 Millionen haben wir noch nicht, Leute. Ja, dann kann ich ja rebirthen oder mir ein Haustiere sind ja arschteuer. Warum sind die so teuer? Haustiere einfach so teuer wie ein Rebirth. Hä? So, wir kombinieren den ganzen Kram mal. Haben aber hier weiter noch keine Kombi-Möglichkeit. Geht noch nicht voran, Leute. Wir müssen unbedingt für 20.000 das hier holen, damit die eine Stufe höher sind. Das ist krass. Ah, hier muss ich drücken. Dann schieße ich. Seht ihr diese Schüsse? Oh, das bringt viel, glaube ich. Das ist stark. So, es gibt aber noch mehr. Aber ich komme gar nicht dazu, euch alles zu zeigen, weil ich hier dick kombinieren muss. Warte mal. Zack, zack, zack. Zack! Boah, Lava-Katapult fühle ich. Boom. Dann haben wir Boom. Zack, zack. Easy, easy. Zack, zack, zack. Boah, es ist wirklich ein Job hier, ne? Wir können Missionen abschließen. Dafür verdienen wir auch Geld. Ne, haben wir ein paar abgeholt, haben wir schon ein paar geschafft. So. Okay, warte, wir machen weiter. Zack, 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 zack. Wir sind auf Stufe 11. Jetzt sind wir Stufe 12. Der erste von 5 Mobs auf Stufe 12. Die Frage ist, wie viel gibt's denn? Es gibt abnormal viele. Guckt euch das mal an. Das wären richtige MG-Geschütze dann. So weit sind wir noch nicht, Leute. Da haben wir noch einen weiten Weg vor uns, ey. So. Ich bin ehrlich ein bisschen hyped von, mir mehr Spots zu kaufen. Du kannst dir hier für 99 Robuxies, kannst du dir einen weiteren Spot kaufen. Das macht schon Sinn, weil dann kriegst du halt einen Turm mehr. Oh, Kombi. Oh, ey, eine Kanone. Okay, das ist geil, das ist geil. Ja, dann mach mal eine Stufe höher kaufen wir, ne? Schießgeschwindigkeit macht auch definitiv Sinn. Und Spawngeschwindigkeit macht auch Sinn. Wobei, ich komme ja jetzt schon eigentlich ganz komplett nicht mehr hinterher, ne? Ah, in der Mitte können wir, glaube ich, einen Jump'n'Run machen für einen doppelten Money-Boost oder so. Nee, warte, was ist denn das hier? Schließe Obby für Schadensspree. Okay, wir gehen mal... Wow! Okay. Wow! Was ist das denn hier für eine Festung? Kriegen wir hin? Hammer. Hammer. Locker, flockig. Oh, Hammer. Boom. Schadensspitze eine Minute. Ich denke, ich mache jetzt eine Minute Double Damage. Das ist gut, weil wir sind gerade bei einer Bossstufe. Also wir können gleich kombinieren noch auf schnelle Welle. Wir müssen mehr Schaden machen hier. Bam, 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 bam. Okay, war jetzt nicht so viel kombiniert, wie ich mir gewünscht hätte, aber geht schon. Zack. Guckt mal die Strahlen an, die von mir ausgehen. Wie heftig ich schieße. Das ist unnormal, ich bin so OP. Ich knall die anders weg, die Mods.
Also, Mobs natürlich, nicht Mods. So, wir haben 100.000 verdient. Das heißt, ich kann die Turmstufe erhöhen. Aber wir sollten hier wirklich erstmal. Na, das macht ja auch safe Sinn. Wenn ich jetzt so viel Schaden mit dem Mauszeiger mache, macht das ja absolut Sinn. Alter, wir kacken da so weg. Ich kann aber gar nicht angreifen und die Türme zusammenfügen. Ich bin ja etwas überfordert, ehrlich gesagt. Bam! Boah, das war eine geile Kombo, ne? Jetzt haben wir nochmal einen neuen. Zack. So. Jetzt kann ich kurz drücken, aber halt gefühlt auch nur 10 Sekunden. Dann ist mein Feld ja schon wieder voll und wir müssen uns wieder weiter um die Türme kümmern. Alter, das ist eine Engelskanone. Die sieht brutal aus. 70.000 haben wir. Dann das hier. Oh, kein Geld mehr. Verdammt. Man, nur ein Update konnte ich mir kaufen. Ich bin ja Überbruch. Wir können ein paar Missionen abholen. Wow, 100.000 hat die letzte. Besiege 5 Bosse. Nice. Da kriegen wir noch eine. Wenn wir den jetzt besiegen. Also das ist nicht der Boss, das ist der vorletzte. Danach kommt dann der Boss 5 von 5. Da haben wir Stufe 21. Ah, warte mal. Ich glaube, der kommt aber nicht immer, oder? Lass mal gucken. Ja, es gibt keinen Boss. Es gibt, glaube ich, nur einen Boss bei 15, 15, 20, 25, 30 und so weiter. So, das können wir kaufen. Bessere Spawn, Safe. Wir können kaufen Spawn-Geschwindigkeit. Wir kaufen einfach immer das Billigste, würde ich sagen, oder? Macht das nicht Sinn? So, würde ich sagen, oder? Jetzt können wir für 150.000 nochmal das hier kaufen. Wenn ich mal Geld verdienen würde, aber die kriegen diesen Robots nicht kaputt jetzt. Bam. So. Jetzt müssen wir natürlich kombinieren, ne? Zack, gehen rein. Dicke Kombo. Ich sehe da eine dicke. Nee, noch keine Kombo, aber es bahnt sich eine Kombo an. Nämlich jetzt. Jetzt müsste Kombo, weil wenn ich jetzt nicht doof bin. Wow, Mörser. Der macht schon 6.000 Damage, ne? Das ist krank eigentlich. So, jetzt fangen wir wieder bei Null an. Jetzt müssen wir wieder alles kombinieren neu. Man sieht immer unten bei den Balken, wann die neuen spawnen. Jetzt haben wir schon eine Kanone, ist okay. Passend zum Boss können wir einen weiteren Turm freischalten. Oh, jawohl. 12.000 Damage. Gott, die spawnen so schnell hier gerade. Ich bin schon ein bisschen überfordert, ey. So, die hier auch kombinieren. So, wir haben eine weitere Mission geschafft. Und zwar den Klicker 2 Damage. So, wie viel muss ich jetzt für Klicker 3? Steht das hier irgendwo? Klicker 3. 500.000 Schaden. Wie viel mache ich denn? Lass mal gucken. Guckt mal, wie schnell mein Klickerschaden ganz unten hochgeht. Das ist der Schaden, den ich mit dem Selbstklicken mache. Ich habe natürlich ein bisschen Unterstützung dabei. Und ich bin mal gespannt, weil ich denke, je höher die Quest ist, desto höher ist auch die Belohnung. Und ich kann mir vorstellen, dass man jetzt extrem dicke Baba-Belohnung hier schon bekommt. Weil wenn ich Klicker 3 schaffe und das geht ziemlich schnell, könnte schmecken. Und geschafft. Klickerschaden 3. Erstmal hole ich Boss. 20.000. Und jetzt Klickerschaden 3. Da bin ich gespannt. Wie viel kriegen wir dafür? Wir kriegen 100.000. Da habe ich ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt. Besiege eine Spezialwelle? Wahrscheinlich ist ab 30 eine Spezialwelle. Da müssen wir schnell kombinieren, Alter. Um für diese Spezialwelle bereit zu sein. Vielleicht kriegen wir gleich noch einen neuen Mörser da dazu. Okay, wir können investieren. Wir können hier das kaufen. Wir können das kaufen. Hallo, kaufst du den bitte mal? So, wir können das kaufen. Ja, eigentlich macht das Schießgeschwindigkeit und Spawngeschwindigkeit macht gar nicht so krank Sinn. Eigentlich macht Spawn-Level am meisten Sinn. Wir spawnen mal auf für 2,5 Millionen, sparen wir jetzt mal. Weil rein von der Rechnung her, guckt mal, wenn ich das kaufe, mache ich ja mehr als doppelt so viel Schaden für jedes Neue, was kommt, ne? Weil dann ist es ja eine Stufe höher und die machen ungefähr, naja, nicht ganz das Doppelte. Aber wir runden mal auf und sagen, das Doppelte mache ich dann an Schaden. Ne? Einmal das kaufen, doppelt so viel Schaden für jeden neuen. Das ist schon sehr, sehr stark. Wenn ich das kaufe, kriege ich 1% mehr. 1%, meine Freunde. Also da weiß ich auf jeden Fall, was ich benutze. Nehme ich das Doppelte, also 100%, oder nehme ich 1%? Da muss ich nicht lange überlegen, ey. So, Bossstufe. Okay. Ich kann ja hier... Boom! Oha, Alter. Der sieht schon gefährlich aus. Der schießt Engelskugeln oder so. Geil. Aber wir haben hier zu tun. Wir haben zu tun. Es geht schnell. Es geht schnell. Bam. 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 Okay, okay. Da bahnt sich jetzt auch gleich wieder eine Combo an, ne? Passt mal auf. Zack, 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 zack. Geil. Wir haben den Corrupted Wächter gleich besiegt und ich erwarte wirklich 3,8 Millionen. Was bringt denn, weil ich will gleich... Wie sieht er denn aus? Hä? Seit wann gibt es in Roblox echte Menschen? Er heißt Benson. Bruder, warum sieht er so aus? Hä? Ist das die Zukunft von Roblox? Weiß ich nicht, was ich davon halten soll.
bin mir ein bisschen unsicher noch aktuell. So, 20 Millionen. Meint ihr, die Eier sind krass? Also, dass die wirklich was... Ich kann mir hier Eier kaufen. Die geben offensichtlich Schaden. Schaden. 2000 ist schon... Ist das viel? Doch, das ist viel. Weil du klickst ja viel schneller als so ein Turm. Na, wir sparen mal... Ich kaufe mal das hier. Boom. Und jetzt sparen wir auf ein Haustier, würde ich sagen, okay? Wir haben 30 Millionen verdient. Das heißt, wir können unser erstes Haustier kaufen. Und ich hoffe, für 30 Millionen lohnt sich das. Es ist ein Hund. Es ist wahrscheinlich das Schlechteste, oder? Ja, es ist das Schlechteste. Dazu gehen wir in die Haustiere rein. 50. Ah, 5% mehr Geld. Okay, da steht einfach... Was heißt das? Wahrscheinlich die Seltenheit, ne? 5% mehr Geld. Aber was heißt die 50? Dass ich jetzt 50 mehr Schaden mache? Boah, 5% mehr Geld ist aber schon krank eigentlich, ne? Ich kann auf jeden Fall das mal aufwerten. Das macht wahrscheinlich Sinn. kann ich es nochmal? Ne, 10 Millionen. Aber gleich. So, jetzt machen wir eine neue Fusion hier. Boom. Oha. Jetzt sind wir im Militärbereich hier. Aber ich kann nochmal. Das ist das Geile, weil ich so viel gespart habe. Oh, Laser-Turret. Okay, Mann, ich habe hier alles voll, Leute. Ich habe hier auch irgendwie gerade... Es ist auch zu viel alles. Wartet mal. So. So. Das muss hier hin. Das muss hier hin. Da muss das hier, müssen das nach Stärke natürlich sortieren. Ist doch klar, wie Klosbrühe, ne? Dann so. Gut, passt. 10 Millionen, bam, wichtig. Jetzt haben wir die goldenen. Aber Haustier schon stark, oder? Ich hatte doch das Schlechteste. Aber 5%? Was passiert denn bei einem Robuxen-Pad, dem Engelsei? Oh, Mucki hat mein Mikro verschoben. Ich habe einen Engel gezogen. Der ist... Ist das... Ja, oh, scharf, ist das Schlechteste. Aber wir gucken mal, was der Engel kann. 200%! Und der hat 2K. Warte mal. Heißt das, ich mache jetzt hier wirklich... Wir müssen erst wieder kombinieren, Leute. Ich habe gar keine Zeit, Schaden zu machen. So. Heißt das, ich mache jetzt auch wirklich Ultraschaden? Boah, ich sehe halt leider nicht, wie viel Schaden... Doch, ich sehe das. Jetzt mache ich 100... 198.000 die Sekunde. 200.000. Okay, sagen wir 204.000. Jetzt höre ich auf. Ah, der berechnet den Schaden da oben nicht mit. Das ist nur mein Turmschaden. Schade. Das heißt, ich kann gar nicht sagen, wie viel Schaden ich mache. Beziehungsweise könnten wir schon mit den Missionen. Und zwar hier. Warte. Klicker. 100 Millionen. Das heißt, 1% sind 1 Million. Oh, ist immer noch keine Million? Immer noch keine Million? Jetzt haben wir 1 Million Schaden. Das ist schon viel, oder? Wobei, ich mache ja, für 1 Million brauchen meine Türme 5 Sekunden. Ich brauche auf jeden Fall länger als 5 Sekunden. Das heißt, trotz des Haustiers machen meine Türme mehr Schaden. Okay, gut zu wissen. Aber dass ich da 200% mehr, warte, war das? Plus 200%, das heißt ja sogar dreimal so viel, ne? Wir kriegen jetzt 205% Bonus. Das ist schon geil. Ich würde sagen, wir sparen auf... Mugi, heute bist du aber ein bisschen, ne? Wir sparen auf 25 Millionen, ey! Und dann, oh, wartet. Oh! Dann können wir nämlich hier das erhöhen. Bam. Oh Mann, mir fehlen so ein paar Tausender. Warte mal. So, jetzt. Jetzt beginnen wir mit dem Mörser. Das ist geil. Wie viel habe ich denn jetzt hier schon? Na, schon ein paar. Je mehr ich kriege, desto... Warte mal, Rebirth mit all deinen Türmen. Kann es sein, dass je mehr Türme ich habe, desto mehr... Ja, das ist doch gerade gestiegen, oder? 399. Je mehr Stufen ich habe, desto mehr kriege ich, glaube ich. Kann das sein? Wir müssen mal gucken, wenn ich den Boss besiegt habe, ob die 399 dann zu einer 400 wird. Ich vermute es mal sehr. Bam. Boah, guck mal, wie schnell der schießt. Das ist illegal, glaube ich, ey. So, wir schießen mal mit. Bui. Oh, da hat der Mucki mal einen Star-Auftritt, ey, in der Aufnahme. Verschiebt auch dauernd mein Mikro. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt noch. So, ja, das Ding ist, 5% lohnt sich jetzt so ein Billo? Eigentlich ja nicht, ne? Warte mal. Ah, jetzt guck mal, jetzt sind wir bei 400. Kann es sein, dass eine Welle einen Smaragd gibt oder so? Weil ich habe ja gerade mal einen Plus gemacht. Oder gibt das Kombinieren Smaragde? Guck mal mal. Nee, das scheint sich jetzt aktuell noch nichts zu tun. Bleibt bei 400. Schade. Oh, Alter. Junge, was ist das denn? Überstark. Wir können die Spawnrate ein bisschen erhöhen, den Schaden ein bisschen erhöhen. Klickerschaden. Wie viel mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt klicke? Oh, das knallt überall rein. Guckt euch den oben an. Guck mal, wie langsam das normalerweise geht. Und jetzt. Es geht schon ein bisschen schneller.
Gleich kommt Stufe 50. Wir können hier noch ein paar Sachen abholen. Zack, verdiene 100 Millionen. Hammer. Erledigt. 80 Millionen für... Oh Gott, ich muss hier. Aber jetzt kriege ich erstmal nicht nochmal so eine Combo hin, ne? Oh, der Boss. Stufe 50. Wir sind gleich bei 1 Million Schaden pro Sekunde. Das ist mein Träumschnell. 999.000 Schaden die Sekunde. Da wollen wir hin, Leute. So. Ja, 980. 1 Million. Wir sind bei 1 Million Schaden die Sekunde, Leute. Ich bin happy. Jetzt müssen wir noch Stufe 50 besiegen. Was sagt denn die Rangliste, sag mal? Wir sind doch eigentlich schon gut unterwegs. Schaden pro Sekunde. Ach du heilige Güte, ist das riesig. 350T. Boah, 350T ist ein ganz schöner Kalascho, ey. Da kann ich nicht mithalten. Mit 1 Million. War, ne? Ich dachte, wir sind da auf gutem Weg, aber sind übel weit weg. Da müssen wir noch übelst kombinieren. Verdammt, Mann. Wir müssen halt Rebirth mal. Ich denke mal, guck mal, Rebirth. Da kannst du nämlich Geldmultiplikator, krass. Du kannst Edelsteinmultiplikator, krass. Du kannst Turmschaden. Und du kannst automatisch... Ich glaube, das ist Spore. Ich glaube, das sind einfach diese vier tatsächlich. Mehr oder weniger. Jetzt machen wir nochmal ein bisschen Kombiheimer. Boom. Ey, ich denke, wir können noch ein neues Geschütz. Wir schaffen noch ein Geschütz, ne? Ich habe jetzt hier auch das hier. Geil. So, jetzt die hier. Nice, wartet. Die hier. Jetzt brauchen wir nochmal eins, wartet. Dann kriegen wir noch ein Geschütz, dann können wir, genau. Bam, blau, rot, Mini, Gatling. In ein super Gatling-Geschütz, 1,34 Millionen Schaden. Ey, wir haben jetzt gerade erstmal die Hälfte, ne? Wir haben gerade mal die Hälfte aller Türme. Es ist doch wild. Wir müssen rebirthen, alles andere macht keinen Sinn. Bam, rein da. 404 Juwelen haben wir bekommen. So, was gehen wir so aus? Geldmultiplikator, Edelsteinmultiplikator, beides krass eigentlich, ne? Geldmultiplikator, Edelsteinmultiplikator. Jetzt haben wir noch 100 übrig. Dann machen wir das hier. Ist, glaube ich, die Spawnrate der Türme. Und jetzt sind wir pleite. Jetzt haben wir nur noch 4 Smaragde. Das war die erste Episode im Turm-Merch-Simulator. Ich hoffe sehr, euch hat die Episode gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, wenn ja. Was ist denn das hier? Abonniert den Kanal kostenlos. Ah, das sind meine Stats. Aha. Und lasst ein Abo da und ein Like auf dem Weg zu 2 Millionen. Würde ich mich auch sehr freuen. Bis morgen, euer Benson. Ciao.